Nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 sind tausende Menschen wegen vermeintlicher Anhängerschaft in der Hizmet-Bewegung ins Visier der Ermittler geraten. Am Sonntagmorgen wurde das Ehepaar Muammer und Ebru Güler gemeinsam mit ihrem 2 Monate alten Baby in Tekirdağ Çorlu festgenommen. Die beiden anderen 4 und 7 Jahre alten Kinder der Familie stehen jetzt alleine da. Im Gefängnis werden die Eltern unter Druck gesetzt. Sie dürfen ihre Anwälte nicht sehen.